So Leute, wir sind mal wieder in Düsseldorf. Vorgestern war ich hier noch genau an diesem Ort ins Hotel eingepennt. Aftershow-Party, Gameboy-Event, volle Möhre. Und jetzt gehen wir zum Roller League-Finale. Wen haben wir denn hier? Und das ist Oh. Soll immer den Rucksack auf. Ey, coolen Rucksack habe ich, ist der von dir? Ja. Statt du gehst jetzt hoch und bringst den schon mal weg. Ich habe das Gefühl, wir sind eine Woche schon in Düsseldorf. Aber hey, Digga. Drei Tage. Schon wieder mehr erlebt als das ganze letzte Jahr. Wirklich. Nur Z, kann man es lesen? Nee. Was haben wir hier gemacht? Warte, gehen wir nochmal den Stift. Oh, kennst du diese Kinder, die damals in der Schule da haben, immer gerochen haben? Ich lieb das. Soll ich dir sagen, was viel geiler war als das? An Uhu-flinke Flasche lecken. Was kennst ist das? Du diese Kleberstift? Ah, ja, ja, klar. Von Uhu? Da habe ich, hab ich immer früher dran rumgeleckt. Ja? Ja. Wirklich? Kannst du von denen high werden? Nein, die schmecken einfach nur lecker. Sie schmecken unfassbar lecker. Sie schmecken ein bisschen nach Vanille. Und der rote, dachte ich immer, er schmeckt nach Erdbeer, aber er schmeckt nicht. So, Leute, wir haben diese Bluetooth-Box jetzt hier versteckt. Bin mal gespannt, ob das irgendwer findet bei Adi. Seht das in der Story dann. Oder habt das schon gesehen? Das Ding sehen wir noch da. Komm, ein Jahr später zurück, das Ding sehen wir noch da. Weil aber niemand uns guckt, wirklich. Nur so vierjährige Kinder, die nicht raus dürfen. Hi. Hi. Wir machen gerade zum zweiten Vlog. Ja. Checkt auch gerne Adi aus. Ey, checkt aber auch nur... Oh, ja, die gucken ja schon bei dir. Stimmt, das macht keinen Sinn. Ja. Du könntest höchstens sagen, dass sie ein Like und ein Abo da lassen sollten. Ey Leute, lasst ein Like und ein Abo da bei Noah auf dem Kanal. So. Der Mann filmt wieder 2 Stunden Rohmaterial und dann schickt er seinen Cutter und sagt, yo, mach mal das scheiße Gold. So funktionieren die Vlogs bei Noah. Was? Der filmt immer bei Aftershow-Partys, filmt er alles und denkt sich dann so, ja, das schicke ich jetzt meinen Cutter und die machen irgendwas. Ton ist scheiße. Nein, so ist es nicht. Mittlerweile komme ich da echt gut rein in den Groove. Unabhängig davon bin ich auch mittlerweile warm geworden, wann und wie ich die Kamera zücke, um perfekt drauf zu halten und die Momente aktiv aufzunehmen. Aktiv aufzunehmen. Auf das erstmal ein Dab. Das ist eine Scheiße. Ich mach den Dab wieder groß. 10 Minuten später hat tatsächlich jemand die Box gefunden. Ja, wie wenig Akku hast denn du noch? 20%. Und wir sind jetzt 10 Stunden auf dem Baller League Finale. Auf dem Baller League Finale, ja. Ja, aber wie krass, wir haben die Story gepostet. 5 Minuten später, 10 Minuten, ist die Box weg. Viel Spaß mit der Box, Digga. Oh mein Lieber, da sind wir doch. Weil das, ich hab so einen Ohrwurm. Warum? Von was? Und das ist oh. Kennst du? Kenn ich. Von Mickey Krause? Irgendwie erweckt das geisteskranke Erinnerungen in mir aus. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber Wetter ist auch geisteskrank hier in Düsseldorf. Wir haben 20 Grad, ich laufe in Jacke rum. Der Mann läuft noch in seiner Gameboy-Hose rum. Wir haben es jetzt eigentlich schon 15 Minuten nach 19 Uhr. Und hier stehen noch ein paar Leute draußen. Du bist verwundert über das Publikum. Ja, es sieht wirklich aus, als würdest du ein Fußballspiel gehen. Also es ist gar nicht so jetzt Eddie Geller Cup oder so Boxkampf-Publikum. Ja, ja. Man merkt schon, dass es ein ganz anderes Publikum, ja, ne? Crazy. Und da sieht man auch wieder, dass man auch über Twitch andere Zielgruppen erreichen kann. Ne? Ist auch mal ein gutes Learning für dich. Weißt du, das sind nicht nur die 12-Jährigen, sondern guck mal hier alle, Ü30, Ü40, das sind Rentner. Gestandene Männer und Frauen. Das sind Menschen im Leben, die haben Geld, Kaufkraft. Familienväter. Guck dir bitte an. 150 Euro. Die sind nicht minderjährig. Nee, die haben Geld, die arbeiten. Es fühlt sich halt wirklich an wie ein normales Bundesligaspiel. Ja, wir sind gerade angekommen. Geile Haare übrigens. Digga, hier kracht und pfeift es extrem. Digga, wieso ist das so voll? Holy shit. Da sind sie. Die Spandau-Ultras. Präsident Knabe. Genau da übrigens wurde mir das Fressbrett von Niki poliert. Absolut traumatisierend. Aber ich würde sagen, ich habe mich trotzdem gut geschlagen. Und die Aftershow-Party war der Knüller. Tan, das hier. Udo Lindenberg ist und er will unbedingt ein Foto mit ihm machen. Und Paul Pogba ist hier, was gar keinen Sinn ergibt. Für wen seid ihr? Ich bin für den FC Bayern. Ich auch. Nee, ich bin für Deutschland. Digga, was geht hier ab? Holy shit. Das sind die Eintracht Spandau Ultras. Das ist geil, Digga. Ich liebe Eintracht Spandau. Ich auch. Holy shit, was geht hier ab? Ja, wie laufen die denn da unten rein? Das ist ja völlig gestört. Holy shit, ist das gestört! Hans motherfucking Sapa, Alter. Da ist dein Udo! Udo! Ist Udo! Was? Udo!
Das ist der echte Kuchen, was ein Kiefer. Ich weiß nicht, ob das echt ist. Das ist der echte. Digga, ich fass es nicht. Wie geil ist das? Das ist halt echt crazy, oder? Ultra geil, Digga. Warte, als du gesagt hast, yo, ich gehe heute mal zu Baller. Das Udo Lindenberg hier. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein Imitator ist oder der echte. Ah, bin ich auch nicht ganz sicher. Digga, was hast du gerade gesagt? Ich hab gesagt, guck mal, wie viele Seile hier von der Decke hängen. Guckt euch mal die Seile an. Ja, ihr spielt fucking Spandau und ihr guckt auf die Seile. So viele Seile, Digga. Wie sind so viele Seile? Was meinst du, wie lange es gedauert hat, diese Seile da zu befestigen? Schätz mal. Ich weiß nicht, wie machen die das? Guck mal, dort oben an der Stange ist ein Seil. Klettert da einer dann dort auf dieser Stange rum? Du wunderst, du fragst dich wirklich, wie die Seile befestigt werden. Krass. Weil da, guck mal, da ist so ein Weg. Boah, hättest du Bock da drauf, da rumzulaufen? Ich hab Bock, jetzt dort rumzulaufen. Wollen wir da mal gleich hochgehen? Ja, lass mal hochgehen. Zu den Seilen. Ja. Digga, was geht denn da ab? Die feiern seit 20 Minuten durch. Steht euch mal 0-0. Ich bin für Spandau. Digga, was geht denn hier ab? Geisteskrank Show. Gibt einen Freistoß für Eintracht. Der ist drin. Ecke? 1-0. Achtung, entscheidender Penalty. Jetzt ist die Stimmung angeheizt. Es geht hier ums Finale. Der Baller League steht 1-0 für Streets United. Spandau muss nachrücken. Heißt, da geht es jetzt auch mal in die Knochen. Ja, der erste schon rot. Der erste rot nach 14 Sekunden. Also wenn Spandau das noch schafft, rennt hier die Halle. Und sie sind ein Mann weniger. Oh, oh. Geisteskrank aus dem Finale geschleppert. Feierabend. Holy shit, was ist da passiert? Digga, das bescheuert sein Tor. Hallo. Digga, wenn du wüsstest, was hier passiert. Was passiert? Digga, im Eigentore, Volley-Tore, alles. Geisteskrank das Spiel. Komm mal hin. Achtung! Och, Digga! Scheiße, ich hätte so ein geisteskrank Spandau gegönnt. Guck's dir an. Alter, gute Kameramann! Kein Streamer-Team, machst du nix. Das ganze Event in Kombination mit den Malen, wo ich in Köln war, Baller League, nice to know, nice to have. Die Aftershow-Party von der Baller League ist der Hammer. Wie findest du die Aftershow-Party? Ein bisschen hell dafür, oder? Guter Kommentar von Max. Gute Antwort von Max auf deine Frage. Ja. Würde ich auch sagen. So Leute, Last Man Standing, Halle ist leer. Wir haben die Halle abgerissen, Bro. Absolut geisteskranke Aftershow-Party, ihr habt's gesehen. Und ja, für mich geht's jetzt wieder zurück nach Dortmund. War sehr geil, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke, dass du dabei sein durftest. Was sagt man in der Regel immer typischerweise am Ende des Videos? Lasst ein Like da, Kommentar, Abo, alles blub, 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 blub. Und wir sehen uns, hören uns auf Malle wieder, was Vlogs-Technische betrifft. Obwohl, vielleicht sogar schon früher.